Justin Blaybeck faked, lügt und bottet Abos. Wie kommt der da drauf, dass der Abos bottet? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alpha Kevins Video, okay, der hat auch mal ein Video dazu gesehen. Jetzt bin ich ja gespannt, ja? Justin Blaybeck, ne, jetzt bin ich aber ganz fuchsig. Ja. Oh, ja, Mann. Bottet, ziemliche Scheißvideos macht und... Ey, nicht so frech, ja. Ist immer noch Justin Blaybeck. Der hat jetzt innerhalb von den paar Stunden, wo du das Video hochgeladen hast, hat er schon wieder 1000 Abonnenten gemacht. Deswegen sei mal ein bisschen respektvoller gegenüber ihm. Fakes macht. Und ja, und seine Zuschauer förmlich das Geld aus der Tasche ziehen will. Okay, sagen wir beginnen gleich mit der Kotze, also mit der Scheiße natürlich. Und ja, schauen uns das Intro an. Nein, Wemking, Bruder, bleib doch. Like und abonniere meinen Kanal in den nächsten 5 Sekunden, wenn du auch ein Fortnite-Account geschenkt haben. Okay, also, auf jeden Fall, dass man halt Like gibt und halt dann bekommt man diesen Fortnite-Schein. Kommen wir jetzt aber zur Audioqualität. Ich mit 450 Abonnenten habe, glaube ich, eine bessere Audioqualität als der Typ da. Stell dir vor, die Abonnenten wären echt. Mit 160.000 würde ich mich wenigstens bemühen, ein Mikrofon zu kaufen. Willst, also riskier's nicht und mach's. Und wenn du auch ein Geschenk erhalten willst, lass unbedingt Abo, Like da und schreibt euren... Ich hoffe, dieses Zirpen war von Justin Blaybeck mit eingespielt, ansonsten tut's mir echt noch mehr weh. Sehr, sehr unangenehm, wenn jemand mit so einer Reichweite so eine Qualität abliefert und die ganze Scheiße auch noch hochlädt. Ja, es tut einfach weh. Leute, ihr habt's gehört, abonniert Justin Blaybeck, einer meiner größten Favorites. Hat's drauf, ist einer der heftigsten Leute, die es so gibt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Was, Bruder? Was? Epic! Stopp! Sonst kriegt ihr gar keinen auf die Schnauze. Wir bewegen uns hier echt auf RTL 2 Niveau. So, ja, ich quäle euch jetzt und jetzt schauen wir das Video weiter. Can you speak German? Also wenn er das ernst meint, dann ist er einfach komplett geistig behindert. By the way, was ist das bitte für eine Facecam? Und ja, man sieht ja, dass er absolut Bock auf YouTube hat. Er roastet ihn ja richtig aufs Optische von seinem Kanal. Bro, nicht diesen Weg gehen, ja? Du bist gerade auf einem ganz bösen Weg. Ja, auch wenn die Qualität halt wirklich absolut scheiße ist. Ja. Oh. Alter, er wird gerade so... Der wird gerade aber so böse weggeroastet, Alter. Ich bin gerade echt gespannt. Einfach von dem... Ich weiß nicht, wie alt du bist, Wilkin. Ich sag jetzt einmal, du bist 13, 14 Jahre alt. Justin, du wirst gerade von einem 13, 14-Jährigen gerade ganz böse weggeroastet. Und Ibo haben wir jetzt gerade mal den Erdkern verlassen. Also das ist so eine Scheiße. Okay, wir sind jetzt bei 2.11 und jetzt fragt er sie, ob sie zusammen sein wollen. Wollte ich halt jetzt so fragen. Es hört sich jetzt halt... Ja, also unter 10, ja. Jetzt ist so ein schnell gefasst so... Nee, Justin ist 15 Baku. Also, eigentlich ist das Fake. Dich bei Random Duos ist immer so ein Globus. Ich weiß nicht, wahrscheinlich spielt er gerade auf PS4. Ich weiß nicht, wie das auf anderen Geräten ist, aber schon ein bisschen auffällig. Wir wurden wieder auf den Erdkern zurückgeboostet, nämlich seine höchste Qualität ist 720. Ah, alles klar. Und das mit 160.000 Abonnenten. Oh, Junge, wie stumpf einfach. Alter, der roastet den gerade richtig böse. So. Wir kommen wieder... Das ist so gut einfach. Alter, das von einem, ich sage ja, von einem Kind zu erfahren, so, ja, er hat gerade mal 720p, ist für die heute gezeigt, einfach komplett weg. So, einfach komplett weggeroastet. So, ja, Party Ehre genommen, aber mal so richtig böse. Okay, 2.47, das Liebesdrama erreicht seinen Höhepunkt. Ja, das ist gut. Schauen zu, gebannt. Also willst du mit mir zusammen sein? Ja, du bist so süß, du hast so eine süße Stimme. Ich hab mich direkt echte? In dich verliebt. Ja. Oh mein Gott, ja, ich will mit dir zusammen. Ey, das ist auch diese typische Hintergrundmusik, die jeder Fortnite... Ich weiß nicht warum. Die so ziemlich jeder Fortnite-YouTuber nutzt. Aber warum nutzt jeder diese gleiche Musik? Ist doch voll langweilig. Oh mein Gott! Ja, da gibt es nicht so viel kommentieren. Das ist halt offensichtlich gefaked. So, ja, oh mein Gott! Das ist halt offensichtlich gefaked. Ja, ey. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man sieht, dass Justin Playback... bottet. Nicht Alpha Kevin hat das rausgefunden, ich zeige euch den Clip. Das ist alles echt ist. Die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wie er letzten Dienstag und letzten Mittwoch dreimal so viele Abonnenten erzielen konnte, wie er Aufrufe an dem Tag gemacht hat. Also irgendwie erscheint mir das sehr, sehr komisch. Ich meine, 13.000 Abonnenten in gerade mal 2 Tagen ist schon eine ziemliche Hausnummer, muss ich sagen. Und das bei gerade mal 4.000 Aufrufen. Was laber ich eigentlich? Das Ganze ist halt offensichtlich gebottet in meinem...
Der Typ macht... Ich habe gesagt, in meinen Augen, ja, möchte ich nochmal betonen. Das heißt, es ist bloß meine Sicht der Dinge. Das ist für mich offensichtlich gebottet. Wie ihr das seht, keine Ahnung, ja. Damit möchte ich mich bloß rechtlich absichern. Mittlerweile achte ich so sehr auf meine Wortwahl, dass ich ja keinen Fehler mache bei dem, was ich sage. Du darfst es halt nicht als Fakt hinstellen, wenn du keine zu 100%igen Beweise hast. Darfst du nicht als kompletten Fakt darstellen. Du musst das dann sagen, ja, es ist auf meine Meinung basiert das, ja. Es ist kein Fakt. Deswegen mittlerweile sichere ich mich dadurch rechtlich ab. Das ist wichtig, ja. Mach das. Mach das, wenn ihr das auch machen wollt. Das ist gut. Damit munter weiter. Ich meine, am Montag, also gestern, hat er bei 3000 Aufrufen 1000 Abos plus gemacht. Und heute hat er 1000 Abos plus gemacht und hat, ratet mal, 200 Klicks gemacht. Das heißt... Ja, nee, das wird immer noch aktualisiert. Also diese Aufrufe, die werden noch am Tag größer. Das wird immer noch später erst aktualisiert. Nichtsdestotrotz äußerst unrealistisch, mit dem Kanal mit 570.000 Aufrufen 160.000 Abos zu haben. Unrealistisch. Er macht 5-mal mehr Abonnenten, als er Klicks macht. Das ist ein bisschen auffällig. Zwar muss man sagen, dass Social Blade nicht immer ganz aktuell ist, aber hey. Wobei, das ist dann schon relativ aktuell. Das hier ist nicht aktuell. Aber das hier ist aktuell. Und das kann nicht sein, dass er 7000 Abos macht und 1300 Aufrufe. Selbst über TikTok wäre es unrealistisch. Weil dann würden die Leute, die auf TikTok sind und drüber gehen und einfach nur abonnieren, würden trotzdem mal, was er sich, sein Video angucken, was als Vorschau angeklickt werden kann. Die würden wenigstens mal rübergehen. Und dann wären das nie und nimmer... Das sind ja dann nicht nur 7000 Leute, die rüberkommen und abonnieren. Es sind ja auch vielleicht, keine Ahnung, 20.000 Leute, die rüberkommen und 7000 davon abonnieren. Das heißt, es sind 20.000 potenzielle Leute, die die Videos schauen. Kannst du mir nicht sagen, dass der Schnitt ist gut. Ist ja auch mein Video, was ich hier gerade eingeblendet hatte. Nee, aber kannst du mir nicht sagen, dass das eine realistische Zahl ist bei 7000 Abos am Tag. Ja, GG. Social Blade sagt... Ach nee, das ist nicht mein Video. Das ist gerade noch sein Video. Genügend, ist gut. Das ist gebottet. Des Weiteren sieht man, dass seine zwei Kanäle ja. 29 und 36 Abonnenten haben. Sein Zweikanal hat 1400, aber für 166k, Entschuldigung, ist das zu wenig. Ja, dann kommen wir zu seinen Fakes. Da habe ich ein Video von Dodo Plays. Er schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Zwar ist das Video schon 7 Monate her, aber ich glaube, die Masche hat er behalten. Und ja, ich zeige es euch. Link ist natürlich in der Beschreibung zum Video von Dodo Plays. Überhaupt fake. Und dann habe ich bemerkt, er macht Verlosungen im Chat. Kleine Punkte-Verlosungen. Ist ein ganz geiles Angebot, finde ich korrekt. Man muss dafür ein Abo dalassen. Nice. Die Glocke aktivieren und ein Like dalassen. Und als dann 10. Leute teilen den Stream. Na, und da habe ich schon meine ersten Probleme bekommen. Er kann nicht nachweisen, dass man eine Glocke aktiviert. Man kann nicht nachweisen, ob jemand ein Like dagelassen hat. Man kann nur teilweise nachweisen, ob jemand ein Abo dagelassen hat. Nur wenn die Abos auch öffentlich sind. Und man kann nicht nachweisen, dass er es an 10 Leute geteilt hat. Das ist alles korrekt, was er gerade gesagt hat. Das ja, das stimmt. Das stimmt zwar unser geliebter, das findet zwar, oder das sieht zwar unser geliebter Justin Playbreak anders, nichtsdestotrotz müssen wir ihn irgendwie aufklären, dass er hier Mist erzählt, ja? Dass er hier ein bisschen Quatsch erzählt. Des Weiteren sagt er dann, also Justin Playbreak, dass er das halt über Instagram macht. Und dann tut er einfach so Leute disqualifizieren. Er kann es nicht nachvollziehen. Er kann es nicht nachvollziehen, um damit glaubhaft rüberzukommen. Diese Masche ist komplett ekelhaft und nur abogeil. Okay, und dann hat Dodo gesagt, das gehe ich jetzt nicht von seinem Video rein, nicht, dass der Gewinner. Hey, Dudi, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Schön, dass du da warst und danke für den Support. Also, man soll halt einzeln in den Chat schreiben. Und ich tue jetzt schnell Durchlauf und das könnt ihr auch ein bisschen langsamer machen, da mein YouTube-Video. Und schaut mal, ob da ein Spaghetti ist. Spiegelinsel, Südes, Böchek. Florian. Nee, also Spaghetti habe ich bisher auch nicht gesehen. Das war jetzt nur ein Schnelldurchlauf. Ihr könnt es dann auch bei Dodo anschauen. Was auch noch ein ganz interessant ist, dass der Nightbot einfach so, ich sehe, wer abonniert, da reinschreibt. Also halt der Nightbot, den kannst du halt installieren, was da reinschreibt. Ultra cringe. Und jetzt seht ihr, wie Dodo es aufdeckt, dass das eben fake ist. Das ist ein Armutszeugnis, Leute. Aber die es nicht sehe, wer abonniert. Leute, ich kann auf einen Knopf drücken, ne? Da kann ich das hier raushauen, ja?
Da steht, wer mich unterstützen will und ein Ehrenmann des Jahrtausends sein möchte, kann diesen Kanal gerne abonnieren. Ein Prime-Sub kostet nichts und unterstützt mich sehr. Vielen Dank mit dem Link. Brauche ich bloß einen Knopf machen. Nur einen einzigen Knopf muss ich drücken, damit das kommt. Und der hat drin, ich sehe, wer abonniert hat. Ich sehe, wer das und das eingegeben hat. Was laberst du, Mann? Der will einfach nur das letzte Geld aus seinem Kanal bekommen. Das ist einfach das Traurige. Ne, dem geht es auch nicht mehr um Leidenschaft, dem geht es nicht um Content, dem geht es um gar nichts. Dem geht es darum, Geld zu bekommen. Mehr ist es nicht. Und das ist halt einfach das Problem. Hey, Bago schreibt, der Kleine zerstört ihn einfach gerade, nimmt ihn komplett hops die Ehre. Ja, es ist wirklich so, ja. Bago, ich finde das echt, ich finde das richtig stark von Wolken. Richtig geil, ja. Hat auch null Dislikes, völlig zu Recht, ja. Das ist spannend. Der zweite Mimi auf jeden Fall. Spaghetti hat gewonnen, Leute. Habt ihr auf der rechten Seite hier im Chat eine 1 von einem User namens Spaghetti gesehen? Ey, ist halt so dumm gemacht, ne? Anstatt er wenigstens mit dem Zweitkanal dort reinschreibt, der Spaghetti heißt oder so, da eine 1 reinschreibt, damit man so denkt, ja, den gibt's wenigstens. So kann ja jeder nachgucken, ob es einen Spaghetti gab. Vielleicht war es eine Ausnahme. Es kann ja sein, dass der gute Spaghetti. Okay, jetzt sieht man, dass es fake ist. Das gleiche ist dann noch ein paar andere Nutzernamen. Da könnt ihr einfach bei Dodos Video reinschauen. Die gerade eben bei der. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Video für heute. Mann, ich feiere den Typen. Also den Stand jetzt, vielleicht kommt ja noch etwas dazu. Und zwar nämlich bei seinem beliebtesten Video, was man alles für diesen Free Amber Glitch tun muss. Ja, ihr könnt jetzt das Video stoppen. Am Amber Glitch von Justin Playback. Italienisch als Sprache einstellen. Im Shopcode Free Amber Glitch einige Male auf eingeben klicken. Im Clan-Chat. Vor allem, der hat sich noch die Mühe gemacht, das reinzuschreiben. Ist das dein Scheiß Ernst? Und das durchlesend. Aber ein Bug, da braucht man normalerweise 2 oder 3 Schritte. Aber nicht so viele Schritte. Und dann, was am komischsten ist, man muss unter. Ja, die denken sich ja die Schritte so weit aus. Also die tippen ja mal irgendwas ein, das machen die so weit, bis sie sehen, 8 Minuten hat das Video jetzt erfüllt, jetzt kann ich es hochladen oder jetzt kann ich es beenden und dann hochladen, dann kann ich mehr Werbung reinhauen. Denen geht es doch um nichts anderes, deswegen labern die auch so viel Scheiße mit diesen, jetzt musst du in den Shop gehen, jetzt musst du den Namen ändern, jetzt musst du das und das machen. Das machen die doch nur, bis die auf die 8 Minuten gekommen sind, dann war's das. Ich meine, das ist schlau, aber das ist auch gleichzeitig einfach nur absolut bescheuert, weil die stehlen halt den Leuten die Zeit. Die Leute, die das anschauen, werden nicht unterhalten, die werden einfach nur verarscht, hinter sich geführt und haben damit ihre Zeit verschwendet. Das finde ich halt einfach mega dreist, ja, das regt mich richtig auf. Sein Video Free Amber Glitch kommentieren, damit der Algorithmus schön gepusht wird. Ja, und dann kommt die Brawler-Animation, ich glaube spätestens da kennt man, dass es fake ist. Ja, aber was besonders traurig ist, dass das Like-Dislike-Verhältnis 1700 zu 700 ist. Das blende ich euch jetzt schnell ein. Naja, das liegt einfach daran, dass er sagt, like das und das, dann könnt ihr hier mitspielen oder dann könnt ihr was gewinnen oder sonst irgendwas. Und jetzt zeige ich euch, wie Justin Playback angeblich Amber bekommt. Oh mein Gott, wir haben es. Ist wirklich, Leute. Lasst ein Abo und ein Like da und schreibt Hashtag. Ja, so schlecht, ne? Wollen wir wetten? Guck mal, das ist auf Englisch eingestellt. Wollen wir wetten, der hat davor sein Video auf Deutsch gehabt? Was soll man wetten, der hatte davor sein Video auf Deutsch gehabt? Jack, hilf mir, wenn es bei euch nicht geklappt hat. Ich bin zwar sehr stolz auf deinen Schneidestil, aber man sieht hier einfach, hier steht Club, hier steht Chat und hier oben steht, keine Ahnung, irgendwas Deutsches, glaube ich, ne? Fallend? Ganz kurz, hier, das Hintergrund leicht die Brawl Stars Lobby. Ja, stimmt, lol. Okay. Ah, lol, guckt euch das mal an. Man sieht halt wirklich, dass im Hintergrund auch noch was ist. Ja, hier im Hintergrund sieht man diese Brawl Stars Lobby so leicht durchschimmern. Und hier sieht man das. Ey, das ist ja so schlecht gemacht, ja. Das tut ja echt weh. Das tut ja echt weh. Richtig gutes Video. Muss man einfach sagen, war ein gutes Video. Leute, geht auch gerne mal zu Wolken rüber. Lasst da ein Like da, ein Abo da, was weiß ich. Schreibt gerne einen Kommentar. Sehr geiles Video, ja, hat mir gut gefallen.